das tut. Was, ein Druiden? Ganz genau. Eine BB-Einheit, orange und weiß. Ein wahres Unikat. So, wenn der Finn so ein Spion wäre, der wäre... Da würde ich ja alle Informationen rauskriegen von dem. Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Festhalten, Rakete im Anflug. Ich werde versuchen, sie abzuschütteln. Oh, ist das nervig die ganze Zeit. Jedes Mal braucht man eine andere Steuerung. So, komm her. Ah. Ja, habe ich das Gefühl, ich kriege in dem Modus oder auf der Map keinen 100% da oben Erfolg. Das nützt nichts. Oh! Das war... ja, knapp kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Der Jäger wird im Goason-Ödland abstürzen. Sie wollten den Droiden holen. Entsendet einen Stoßtrupp zu dem Wrack. Ach, da lebt noch wer? Ah, sieht denn gut aus. Ja, und du hältst gerade seinen Körper in der Hand, aber okay. Nochmal explodieren, einfach nur, weil es episch aussieht. Oh. Ein BB-8. Doch mal einen schönen Roboter zum Kaufen. Die Mission ist immer noch. Ah, die läuft sogar immer noch, die Mission. Wer hätte das gedacht? Ah, jetzt habe ich natürlich den blauen Stein nicht bekommen. Zweimal. Arschkarte gezogen, Freundchen. So, gib mir Multiplikator. Ich brauch Punkte. Solange ich sie noch kriegen kann. Und hier. Ach, noch irgendwas? Nee, ich nein. Ich muss den Anführer ausschalten, sonst ruft er immer neue Helfer herbei. Wo ist der Anführer? Der versteckt sich bestimmt gerade irgendwo. Nein, ich will nicht zu dem wechseln. Yeah, Müllroboter! Das ist es, was die Welt gebraucht hat. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was könnte eine Lagerbestie ablenken? Ich nehme einfach mal die große Möhre. Na, sieht gut aus. Oh. Ist das nicht süß? Wir werden hier kaum rausklettern können, also müssen wir uns wohl durch diesen Sternzerstörer arbeiten. Mit dem Hebel da oben sollten wir die Luke öffnen können. Ja, und ob du mir helfen wirst, wegen dir sitze ich doch in diesem Schlamassel. Ach was, das ist doch nur vom Himmel gefallen. Und hier ist sonst nichts mehr, okay. Der ist hier fröhlich vor sich rum. Da komme ich nicht hoch. Da kann ich irgendwas scannen. So. Die Mauer. Wieso auch immer dieses Spray jetzt gerade da gelandet ist, aber okay. Wo komme ich jetzt hier weiter? Achso, dann kann ich jetzt reiten. Ah! Ja, mit BB-8 reiten. Sehr schön.
Das ist nice. Probieren wir es nochmal. Jetzt geht's. Oh, ich habe die Disco wieder aktiviert. Nice. Sogar mit der schönen alten Star Wars Mucke. Die Disco möchte ich gehen. Und so weiter geht, ist das gleich mal eine Rheinland-Disco. Wer will denn sowas? Also diese komischen Dinger anscheinend nicht. Ist ja kaputt, ne? So. Ja, erledigt. Wie man hier hinten gar nicht sieht. Es wirkt so, als wäre hier was, aber irgendwie sieht man nichts. So, akrobatische Charaktere. Okay. Ich sehe, was die unter akrobatische Künste meinen. Okay. Wieder was für dich, kleiner Mann. Und rein dann in Trouble. Wundert mich irgendwie, dass die Mission noch immer geht, obwohl eigentlich ja heißt Flucht vom Weinerleiser. Wundert mich deswegen, weil ich noch immer nicht die Leiste voll habe. Achso, hier kann man gar nichts bauen, okay. Ich dachte jetzt irgendwie, ich könnte aus den Trümmern hier was basteln. Todos! Killer-Dodos! Ich mag keine Killer-Dodos! Komm, alles zerschlagen! So, und hier brauche ich jetzt... Was kann ich hier jetzt bauen? Den Aufsatz. Ach, ja, nee, okay. Klonk, klonk. Komm ich da so rein? Da ist doch was drin. Nicht nein? Okay. Was haben wir hier Schönes? Die Fahnen. Und ein Mini-Hit. Okay. Was ist noch da ganz drüben? Kleine BB-8. Brauche ich den BB-8? Oder muss er da irgendwas? Aha. Kann ich mit dem jetzt schwingen? Ja. Hier hoch. So geht's natürlich auch. Wow, was war denn das jetzt? Ist das normal? Ich komme wieder. So eine Gruselmusik auf einmal. Ich brauch nochmal deine Hilfe, okay? Spring auf und benutze das. Boah, bitte, ich will die jetzt aber nicht selber dann rauf tragen müssen. Die Libre. Muss ich jetzt bestimmt irgendwo eine Abkürzung machen, oder? Alles okay da oben? Da brauche ich überall den nach. Macht es nicht stark in meinem kleinen Roboter.
Okay, okay. Das hier ist was? Auch wieder für unseren Skywalker-Freund. Irgendwo was Praktisches. Von hier oben solltest du einen Astromech-Zugang erreichen können. Kannst du mir damit einen Weg da hoch verschaffen? Ah, okay. So läuft der Hase hier. Alles mit der Farbmarkierung macht es deutlich einfacher. Ja, genau so. Das muss man ihm lassen. Okay, komme ich da? Ja, komme ich ran? Okay. Das da ist mit der Macht. Da komme ich nirgendwo hin. Komme ich in den Kontrollraum. Wir haben diese Dinger restlos ausgeräumt. Warte mal. Okay. Jemand kann zwischen Wänden springen. Okay. Gut zu wissen. Ich bezweifle stark, dass wir einen von den paar wenigen Charakteren da haben. Komm bald zurück, keine Sorge. Ich kenne diese Schiffe wie meine Westentasche. Liegt hier jetzt als akrobatisch. Zeig bloß, du bist auch akrobatisch. Nee, okay. Weißt du, da war gerade das Symbol von BB-8 bei der Erklärung und das sah irgendwie so aus, als halt. Ja, nee, ist klar. Merkt ihr, ich bin schon langsam ein bisschen verwirrt heute. Ein bisschen sehr, weil es auch schon später wieder ist. Aber ich habe jetzt einfach gerade Lust. Ich wollte eigentlich, nachdem wir die Mission ja offensichtlich vorhin nur kurz aussah, wollte ich eigentlich direkt danach beenden, aber dann kam noch die ganze Jakku-Szenerie hier dazu. Wenn ich irgendeinen Schwachsinn laber, dann verzeiht es mir, aber ich hab ab und zu der Uhrzeit ein bisschen Probleme, mir ein paar Sachen zu merken. Eigentlich nur beim Aufnehmen. Weil ich dann irgendwie zum Vollidioten. Nein, das geht nicht, bis ich den Droiden hier hochbekomme. Ja, dann halt nicht. Bau ich halt das zuerst da drüben. Okay. Ich bin schon da hoch. I see. Ich brauche den auf jeden Fall erst hier bei mir. Ist hier irgendwas, das ich verwenden kann? Die eine Maschine da unten noch bauen, aber ich glaube nicht, dass die einen Ausschlag gibt. Ja. Die ist auch wieder für meinen kleinen Freund. Oh, verschlossen. Ich bin sicher, der Droide kann mir da weiterhelfen. Nein, ich wollte nicht. Bin tot. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Gibt's da irgendeinen Geheimweg, den ich nicht kenne? Was steht denn hier drin? Was, du kannst Drehschalter aktivieren. Wo ist denn dein Drehschalter? Hä? Nochmal. Irgendwelche Typen kann ihren Stab verwenden, Drehschalter wie diesen zu aktivieren. Was heißt der wie diesen? Ah, finde ich schön, dass Reh alles kaputt machen kann.
Im Zweifelsfall. So, und aus dem fahren sie nur diese kleinen Geschütze zusammen, die mir nichts bringen. Solange ich BW-8 nicht hier habe. Kriegt der denn nicht mal da hoch? Wie soll denn der jemals da hochkommen? Ah! Okay. Wir haben mal so ein Geheimgängchen gefunden. So. Wie komme ich jetzt hier raus? Drehschalter, Drehschalter. Sonst habe ich hier niemanden, oder? Nee. Okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Irgendwie habe ich einfach übersehen, dass man hier statt den Katapulten für den BB-8 auch noch einen Drehschalter bauen kann. Danke dafür. Und danke dafür, dass ich ihn direkt wieder zerstört habe. So, reinstecken. Also mal sehen, ob ich den Tierjäger hochwinden kann. Und rumschieben. Komm schon ran. Ja, zweite Flügel auch noch weg. Haben wir eine schöne Rampe für BB-8. Auf Befehl. Gern geschehen. Ich habe Arbeit für dich. Der wird sich aber freuen. Direkt wieder Arbeit bekommen. Genau, jetzt kann ich den hier zerstören und kann den woanders hinbauen. Kannst du den Ausgang für uns öffnen? Schauen wir mal, ob ich das kann. Oh, ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Danke. Ab hier sollte der Weg frei sein. Schauen wir mal. Scheint funktioniert zu haben. Oh. Home Sweet Sternzerstörer. Geheim wirklich? Ist bei mir auch so ein großes Geheimnis. Zum Nima Außenposten geht's da lang. Halt dich vom Kelvingrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden. Dort verschlingt dich der Sand. Hör auf, mir zu folgen. Du musst da lang. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Aber es muss angenehm sein, mit dem zu schlafen, wenn er die ganze Zeit redet. Der Roboter wird halt auch nicht müde. Von daher, ja. Okay, ich überspringe das jetzt einfach mal. Beinhart. Marieli. Rotes Steinchen gefunden, bla bla bla. Aber wir haben die Mission endlich geschafft. Oh, der war Gefangener. Ray Schrotzamba. Offizier Unamo. Flottenmechaniker. Offizier Sumitsu. Offizier Tanison. Mentalent. Na, ist Level entdeckt. Lor Santekas Rückkehr. Aha. Oh, der Ladebildschirm ist toll. Ist der nicht grandios einfach? Wie uns immer diesen kleinen rasenden Falken zusammenbastelt. Genug Zeit, um was zum Trinken einzuschenken. Die Siedlung ist nicht mehr weit. So, jetzt müssen wir ja wieder eigentlich im Hauptmenü sein, oder? Ja. Gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu verwirrt. Ich glaube, zum Schluss war ich ein bisschen sehr müde teilweise. Ich sollte echt nicht so spät auf Nacht aufnehmen. Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.